Hallo? Jo. Wahnsinn. Moin. Na, alles in Ordnung? Alles gut? Joa, läuft. Muss. Joa. Hört sich so ein bisschen träge an, so ein bisschen schleppend. Was ist los? Joa, die letzten Tage waren wir ein bisschen zäh. Ja. Ja, ich hab's mitgekriegt. Läuft gerade nicht so super. Okay, heute wird knackig, ein bisschen schneller als sonst. Geht so ein bisschen darum, vor allen Dingen auch um Mental heute, ja? Vorweg will ich aber einmal kurz ansprechen. Also Lilip erstmal GZ, dass du die 1000 Punkte erreicht hast. Mega nice. Das war GZ. wie ein fetter Meilenstein, den du da geholt hast. Ich werde gleich mal den Screen schon mal sharen für dich. So wie immer. Zack. Okay. So. Fangen wir doch gleich erstmal an mit den Goals, ja? Für heute. Wir werden gleich wieder ein paar Games reviewen von dir. Towards the Goals, die wir für dich aufgestellt haben. Das war ja Disziplin und Wave State. Dann unter anderem, wir wollen so ein bisschen aufarbeiten, was du beim letzten Mal gelernt hast, ne? Mit die Waves zu bouncen. Wie spielt man im Midgame, glaube ich, also mit dem richtigen Lane Assignment, mit dem richtigen Mindset für Map State. Und ja, also das Ziel, was bisher immer omnipräsent war, war das mit der Disziplin, weil du da ein bisschen geleckt hast. Ja. Okay. Bevor wir aber da jetzt reingehen, will ich mit dir über die letzten 2 Tage sprechen. Weil ich festgestellt habe, dass du so einen kleinen Rückschritt bekommen hast. Also in the sense of, während du in Games warst, du warst weniger fokussiert, du hast dich von deinen Mitspielern irgendwie beeinflussen lassen, das hat dich extrem runtergezogen und du hast Na. angefangen wieder mit Emotionen zu spielen. So, gibt es vielleicht eine, oder ich weiß nicht, ob du damit da jetzt on stream drüber sprechen kannst oder so, aber gibt es gerade irgendwie outside of the game Gründe dafür oder? Nee, eigentlich nicht wirklich. Also, ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich halt jetzt merke, dass es schleppend vorangeht und so unterbewusst meine Antwort darauf war, einfach Games zu spammen. So. Okay. Und ich merke halt einfach, dass ich nicht 10, 15 Games am Tag Full Focus spielen kann. Aber ich mach's dann halt trotzdem, weil ich mir denke, so gestern zum Beispiel habe ich mittags gestreamt, lief nicht so gut. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, abends dann spät abends nicht mehr zu spielen, weil ich sowieso nicht so fokussiert bin und weil die Games quality-wise scheiße sind. Ja. Aber dann bin ich trotzdem nochmal angekommen und habe nochmal 6 Games gespielt. Und die liefen dann halt auch nicht so stark, weil ich habe da halt auch nur gespielt, weil ich mir dachte, so, nee, heute war nicht erfolgreich, ich muss jetzt noch. Da war wieder so dieses, ich muss jetzt noch die Games wieder kompensieren, so ein bisschen. Also ich glaube, das Okay. ist so gerade so ein bisschen dieses Ding, dass ich mit dem Motto viel hilft viel rangehe, unterbewusst, dass ich sage. Ich spamme einfach Games und hoffe, dass es funktioniert, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Ja, genau für sowas hat man Smurfs. Also wenn du irgendwie merkst an einem Tag, okay, irgendwas funktioniert hier nicht, du hast einfach Abfuck-Games, wo selbst wenn du irgendwie 3-0 aus der Lane rauskommst oder so oder 4-0, aber deine Teammates top mit allem Inten, irgendwie hat man manchmal so Tage, das ist eine Down-Phase. Also Ja. einfach auf den Smurf gehen, trotzdem noch die Games reinholen und das war's eigentlich. Bloß nicht tilten, bloß nicht mit Emotionen rangehen und vor allen Dingen nicht dieses Mindset anlegen hier mit, oh, ich muss jetzt unbedingt noch 3 Games gewinnen, weil dann bin ich wieder even. Dann Ja. fokust du wieder auf LP und genau das hatten wir ja vorher besprochen, ist nicht der Fall. Du Ja. fokust auf Improven und auf die Konzepte, die wir dir beigebracht haben, die anzuwenden und zwar aktiv. Ja. Also ein großes Habit, was du am Anfang richtig gut gemacht hast und auch durchgezogen hast für die letzten 2 bis 2,5 Wochen, war, dass du nach deinen Games, wo du gemerkt hast, oh, das konnte ich jetzt nicht carryen aus irgendwelchen Gründen, du hast es dir instant reviewed. Also bist nochmal in den Client gegangen oder so. Ich finde es zwar besser, wenn du Low-Key GG verwenden würdest, weil es geht einfach schneller und ist Ja. wesentlich nicer, aber whatever. Aber Hab ich mir du jetzt hast es gemacht. runtergeladen. Aber du hast es gemacht. Was war die letzten 2 Tage los? Ja, ich weiß auch nicht. Also, es ist, glaube ich, eher das ist in den letzten 2 Wochen immer mal wieder so ein paar Tage passiert, dass ich halt, ich weiß nicht, wie gesagt, wenn ich halt so eine Session habe, die schlecht läuft, wo ich dann, keine Ahnung, 3, 4 Games mal in Row verliere, dass ich dann, wie gesagt, in dieses Mindset komme. Wenn ich jetzt nicht diese Games ausgleiche, dann war das ein Scheißtag und dann passiert aber genau das Gegenteil. Dann fokusst du zu viel auf LP. Ja. Und also ich muss dir ehrlich sagen, so wie es jetzt die letzten paar Tage gelaufen ist, du kommst aus dem Game raus, eigentlich nur, was dann, also was bei dir dann noch hängen bleibt von dem Game ist, ah, Top-Player hat geintet, deswegen habe ich das Game verloren. Ja. Der Typ war bad, deswegen habe ich das Game verloren, aber du achtest Ja. nicht auf deine Mistakes. Mit Das dem stimmt. Mindset, mit dem du dich gerade in die Kluft stürzt oder so, oder Solo-Queue spammst, wird es sogar schwer für dich, Master zu halten, meiner Meinung nach. Du Ja. fällst wieder zurück in ein ganz altes Muster. Nee, das Und ist richtig. Auf jeden Fall.
Das muss ganz schnell aufhören. Am besten, also das Mindset wieder anlegen, nach den Games reviewen. Wenn du merkst irgendwie, oh, ich komme hier nicht weiter, am besten vielleicht auch mit Lilip reviewen oder mit jemandem, mit dem du duost. Also das ist auch mega nice. So, die Ressource, die ist da, die hast du. Also ihr seid ja befreundet. Ihr habt doch vorher Ja. Duo-Q gespielt, von Ja, daher. also ich habe auf jeden Fall gerade ganz schlimm so dieses Mindset, dass ich halt. Also, jetzt, wenn ich mir halt Gedanken drüber mache, ist halt wirklich so dieses: Okay, vor ein paar Tagen war ich so kurz vor Grandmaster, kann doch nicht sein, dass ich jetzt so viel LP verloren habe. Ich muss da jetzt wieder zurück und es fühlt sich halt alles so, so unsatisfying an, wenn man quasi dann. Wenn man dann so viel verliert und dann aber. Es ist halt super schwer für mich aktuell, da dann trotzdem, sag ich mal, ehrlich zu bleiben und zu sagen, ja gut, ist halt so. Fokus, weiter geht's. Das ist, also ich bin auf jeden Fall wieder echt in krass alte Muster. Und das merkt sich, das wirkt sich instant auf alles aus. Ich merk's, es läuft ja deswegen schlecht. So, es läuft ja nicht schlecht und deswegen habe ich das Mindset, sondern es läuft so schlecht, weil ich das Mindset wieder habe. Also du hattest vorher sogar ein Video gemacht, kann ich mich daran erinnern, wo du gesagt hast, es ist halt nicht irgendwie so Gott gegeben oder so, dass du jetzt auf einmal Master bist mit Ja. 250 Punkten, sondern du musst jeden Tag die Leistung erbringen, ne? Ja. Von daher müsste jeden Tag bei dir, ob das jetzt ein Sticky Note auf dem PC drauf ist oder an deinem Monitor oder so, draufstehen, keep it real. Einfach zu dir selbst, honest sein. So die letzten paar Tage, so wie das da war, schwer nachzuvollziehen, dass du Master bist, to be honest. So, wenn ich dir den Reality-Check geben muss, dann ist es ja fein, kann ich machen. Aber du bist immer noch der beste Coach, den du selber hast. Weil Ja. irgendwann wird die Zeit kommen, da bin ich nicht da. So, und da muss es trotzdem weitergehen. Darum gehen wir mal rein jetzt. Also, wie schon gesagt vorher, wir achten jeweils auf die Disziplin und die Wave-State, wann du bounced, wann du es richtig gemacht hast. Und ich möchte gerne auf einem guten Note starten. Deswegen gucken wir uns schnell mal das Game an, was du mit Lilip geduelt hast. Direkt an dem Tag, wo wir dir das beigebracht haben, okay? Das Geile ist ja, jeweils wenn du mit deinem Mate duost und ihr wendet das an, also es wird extrem leicht, die Games zu carryen. Super nice. Ja. Ich habe auch festgestellt, jetzt die letzten paar Tage, oder durch die letzten paar Tage, deine MMR hat sich ein bisschen verschlechtert. Das heißt, du kriegst jetzt irgendwie plus 16 oder so, oder plus Ja, 17. MMR ist terrible jetzt. Ja, und mehr meines. Also da merkt man dann halt genau in diesen Phasen, wo du merkst, oh, du bist emotional, spiel auf dem Smurf. Ja. Krieg trotzdem die Games rein, aber einfach nur, wenn du merkst, du fühlst dich richtig gut, dann spielst du. Ja. So Ja, ein. ich denk mir da unterbewusst immer so, dass die Games auf dem Smurf halt, das ist halt wieder so dieses Ding, mit dem man will die verlorenen Games kompensieren, weil ich mir denke, okay, wenn ich jetzt drei Games auf dem Main verloren habe, jetzt auf dem Smurf zu spielen, das fühlt sich so useless an, die Games fühlen sich so worthless an, aber ist halt Bullshit. Du musst den Smurf hochkriegen. Also wenn der Dia 1 ist und so, dann wird es bestimmt auch anders sein, ne? Ja, true. So, wir gehen jetzt in das Replay hier. Also einmal kurz aus deiner Sicht, was ist die Win Condition für dich? Ja, hier wollen wir auf jeden Fall all in. Auf Level 6 haben wir Free Kill Clans ziehen beim ersten Mal, beim zweiten Mal kriegen wir sie oder wir gehen auf die Jhenna und wenn wir Bush-Controller haben, können wir auch jederzeit wollen und wir haben insanes Gank-Potenzial mit Zac. Das heißt, wir Nice. wollen die Wave und dann unseren Turret halten oder bouncen lassen und slow pushen. Ich würde generell sagen, ich habe das mit den, also mit den Waves habe ich jetzt schon natürlich nicht perfekt, auf jeden Fall nicht perfekt, aber ich habe es auf jeden Fall schon besser als vorher im Griff. Aber ich habe auch gemerkt, dass darunter aktuell so ein bisschen auch andere Aspekte des Games bei mir leiden, weil ich mich fast schon zu sehr darauf konzentriere. Also zum Beispiel Hawkshot und sowas, ne? Ja, genau. Also es ist noch Ja. nicht so Second Nature für mich. Ich muss mir wirklich immer noch aktiv Gedanken drüber machen und dadurch vergesse ich dann halt andere Aspekte teilweise. Okay, das ist aber ein ganz großer Bestandteil. Also ist auf jeden Fall super wichtig. Nochmal Ja. kurz für dich auch, wenn du im Loading Screen bist, immer drüber nachdenken. Okay, bist du hier Weak Side oder bist du hier Strong Side? Ja, hier sind wir auf jeden Fall Strong Side gegen. Wir haben Kayle gegen Camille. Also Top Lane ist absolut doomed. Wir müssen über Bot Lane carryen das Game. Ja, ihr scaled Bot Side, Top Side. Im Gegenschluss oder im Gegenzug, wie ist es für die Gegner? Ja, die Gegner müssen genau das Gegenteil machen. Die müssen über Top Side Okay, nice. snowballen. Perfekt. Das heißt, so wie du es gerade gesagt hast, wenn ihr einen Bounce habt, ist die Lane unten so gut wie Fakt für die, ne? Okay. Wie willst du die ersten drei Waves spielen? Wir sehen hier auch einen schönen Trick von Lilip angewandt, auf der Bot-Wave, also oder unten im Busch das Ward zu holen, dann für Sweeper zu changen. Und jetzt Ja. habt ihr jeweils immer Brush Control. Okay, ihr pullt die Wave, was richtig nice ist. Im Ja, hat besten leider Fall. nicht perfekt funktioniert. Ja, Die aber haben es ist fein. Die sogar. verlieren ein CS, oder? Nee, Quatsch, die haben Nicht irgendwie ganz. Ja, die Minions haben resettet, die haben getrollt irgendwie. dich attacked oder so.
So, Early, wie du schon gesagt hast, ihr keep die Wave even, ne? Ihr Ja, könnt genau. versuchen, wenn die zweite Wave reinkommt, also auf der nächsten, fast pusht ihr das Ganze, nachdem ihr jetzt hier Also getradet auf der habt. dritten Wave meinst du? Ja, wenn die Cannon Wave reinkommt, dann soll die Ja. am Turret sein, weil genau, wenn das da ist, also wenn ihr die nächste Wave hier jetzt reinpusht oder fast pusht, so dann wird die Wave resetten und zurückbouncen. So, die Nidalee gankt eure Lane komischerweise, ihr kriegt einen Double Kill, ab Ja, hier das. wär's so gut wie over. Mega nice auf jeden Fall. Aber gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Also die Wave, die dritte Wave, soll die schon Ich liebe unterm das. Turret ankommen, oder? Warte mal. Also das kann man so machen, ja. Also hier ist ja jetzt so, dass unsere dritte Wave, die gegnerische dritte Wave, nicht unterm Tower, sondern kurz vorm Tower annimmt. So, genau hier. Ja, oder? Ja, Ja, genau hier. ihr hattet hier einen super guten Trade. Also von daher ist es völlig fein, so wie es hier Ja. gelaufen ist. Aber wenn wir jetzt den Trade nicht kriegen, hätten wir die Wave dann noch schneller reinpushen sollen, dass die Minions jetzt schon zum Töten sind? Nee, oder? So ist gut, wie die eigentlich steht. Nee, so ist noch gut. So Ja. wie es jetzt ist, ist noch gut. Ich meine, das hier ist einfach nur perfekt gespielt. Die Gegner trollen einfach rein. Ja. Su super gut. Dann die Nidalee kommt auch noch hinterher. Perfekt. So, dann. Alles, was hier jetzt danach passiert, ist perfekt. Ist gut gespielt. Selbst jetzt, was Lilith macht danach. Oder was, er geht ja nach vorne, ne? Hittet nochmal die Range, damit die Senna nicht nach vorne laufen kann. Ist mega gut. Normalerweise würde ich jetzt sagen, es wäre ein besserer Recall gewesen, wenn ihr Griefs kriegt, also Berserkers. Aber so ist es auch völlig fein. Also noch eine Wave stay, meinst du? Nee, nee, nee. Also, ich glaube, es war einfach unlucky, weil du ein paar Last Hits gemisst hast. Achso, das kann sein, ja. So, und jetzt kommt das, worüber wir gesprochen haben, ne? Ja, Wenn du jetzt genau. nur Last Hittest, die Wave bildest, zwei Waves kommen rein, ihr pusht raus, ihr guckt für ein All-In, wenn ihr Flash habt oder so, ihr flasht die einfach an, es ist immer ein Win. Und in manchen Fällen ist der Jungler auch noch Botside, ihr dive die komplett raus aus dem Game. Nee, sowas hätte ich jetzt, also das ist halt, was ich vorher auf jeden Fall nicht gemacht hätte. Also da würde ich schon sagen, dass ich da ein bisschen mehr Awareness habe, was das angeht. Das hier ist Disziplin. Das ist perfekt. Kann man nicht anders sagen. So. Unser Merke auf Ziel jeden Fall, ist. dass ich ein bisschen mehr CS müsste, wenn die Waves so gestackt sind. Da muss ich noch ein bisschen üben. Also das ist, um Jo. ehrlich zu sein, schon mit einer Ashe deutlich schwerer zu lasten, wenn da 20 Caster, wenn die drauf knallen, aber. Ja, aber du merkst, es ist trotzdem fein. Wenn du 2, 3 CS misst, ist whatever. Der Gegner misst einfach 6 oder 7. Im Ja. besten Fall das Cannon auch noch. Also die brauchen auf jeden Fall den Jungler oder müssen halt gucken, dass sie einfach ja nicht nach vorne laufen. Also ich glaube hier nach. Also wir gucken das auch nur maximal irgendwie bis zur Topside, wenn ihr das Lane Assignment changed. Weil in diesem Game hat man echt gemerkt, ja, wenn ihr so ahead seid, dann fühlt sich das Game ganz anders an, oder? Ja, ist wirklich so. Also da fühlt man sich halt, als ob man die ganze Zeit so die Kontrolle über das Game hat. Und Aber ist es. halt dann wieder das Ding so, wenn jetzt, ich glaube, wenn, vielleicht ist es dann für mich echt, weil ich habe jetzt in letzter Zeit relativ wenig mit Supportern geduckt. Vielleicht ist das echt so ein Ding, weil ich habe halt das Gefühl, dass ich sofort so ein bisschen das Selbstbewusstsein, die Kontrolle und den Fokus verliere, wenn mein Support halt nicht das macht, was ich mir vorstelle. Und das ist in letzter Zeit relativ häufig passiert. Ja, unter anderem habe Dann. ich gesehen, du hast doch mal mit der Karma gespielt, die dann deine Wave reinpusht. Dann Ja, ist es natürlich super genau. schwer, so ein Bounce oder sowas zu exekuten, ne? Auch Ja. dieses Play jetzt hier, ne? Wenn du ein bisschen weiter nach vorne läufst, ist es ein safer Kill. Einfach du hältst dich ganz vorne auf Ja, am Turret. Habe ich mit true. Lilip schon drüber gesprochen. Der hat das so ein bisschen identifiziert hier. Einfach hier vorne sein, die komplett wegzonen. Wenn die trotzdem nach vorne laufen, wie hier, ist immer ein Free Kill. Du musst da nicht außen rumlaufen oder so, du Ja, bist true, direkt da, ne? true. Ja. Aber gut. Ja, so war ein bisschen int. Ich Ja. glaube, wenn ich da, entweder muss ich mitmoven oder ich gehe halt einmal für die Playdings. Das war ein bisschen Ja. true. Hier dann noch die gute Entscheidung, dass du die Wave nochmal versuchst rauszupushen. So, Ja. jedenfalls, du hast nach 8 Minuten bereits Blade of the Ruined King. Ich gehe mal nochmal ein bisschen weiter nach vorne, weil eigentlich ist das Game jetzt so gut wie over. Das Geile ist, die Wave bounced schon wieder zurück. Und die Ja. Gegner die haben jetzt keine Chance mehr. Selbst wenn die Nidalee kommt, völlig egal. Das ist einfach over. Und jetzt diese Entscheidung hier danach. Ist auch wieder Disziplin. Nicht schnell rauspushen, die Cannon Wave kommt. Auf der Cannon Wave kann man anfangen, für den Turret zu spielen. So, hier jetzt, auf der nächsten Wave. So wie hier. Du freest trotzdem weiter, ist auch fein. Du merkst jetzt, dass die Senna gelaneswappt hat. Eigentlich könnt ihr jetzt schauen, dass ihr rauspusht und für den Turret geht, damit ihr matchen könnt. Ja.
Nicer Arrow. So, ich gehe einfach mal ein bisschen forward, weil das nächste, also die nächsten Aktionen hier ist einfach, ja, man sieht, wie viel Impact du hast, wenn du so far ahead bist. Also, es ist ein ganz anderes Game. Fühlt sich ganz anders an vom Impact her, ne? Auf jeden Fall, ja. Ihr könnt das carryen, so ab hier müssen wir nicht weiter gucken. Das Game ist over. 5-11. Du hast auf dem nächsten Reset gleich Dings. Ja, das war Hurricane. crazy, wie fertig war Ja, im Game. nach 15 Minuten schon. Das heißt, es ist einfach nur over. So, genau so muss das Game laufen. So, ich glaube, du spielst ja hier mit dem Smurf von Dings, ne? Von Lilip, oder? In dem Game James. war es ja. James Asambi, glaube ich, oder so Ich heißt glaube, er. hier war es sogar das noch der Kreuzfahrtschiff, was glaube ich. Aber normalerweise ja. Whatever, also du solltest dir angewöhnen, es ist immer besser, mit einem Botlaner zu tun, für dich, auch damit du diese guten Habits weiterentwickelst. Ja. Wenn du jetzt mit einem Azir One-Trick duos oder so, zeigt eigentlich nur, du willst duen für LP. True. Das ist nicht worth it. Es ist Ja. eher worth it, für Improve zu spielen. Generell, also die LP kommen nach einer gewissen Zeit, das ist einfach nur ein Nebenprodukt. Ja, das stimmt. Das habe ich in den ersten Wochen auch krass gemerkt, ja. Ja, jetzt fangen wir an, die Games zu reviewen, die wirklich wichtig sind. Also, ich habe die Early hier mal ignoriert. Du bist 2-0 im Game. Nach 3 Minuten, der hat dich Early gegankt. Das hier ist eins von den Games, von den Senna Games, die du gespielt hast. Gegen Yasuo Nautilus. Was fällt uns auf in dem Draft? Sprechen wir mal erstmal über die Win Condition. Ja, die Gegner haben 5 Midis und wollen halt einfach Turbo Backline diven. Und wir haben. Ja, normalerweise, wenn ich das gut spiele, sollten die eigentlich nie an mich rankommen. Ich kann einfach Front-to-Back spielen. Ja. Glaubst du, die spielen über Sight? Ja, die haben eine starke Fiora. Also, die wollen schon später über Side spielen, ja. Ja, glaubt ihr, oder glaubst du, deine Teamcom kann es matchen? Naja, so wie die Akali gespielt hat, nicht, nee. Aber auch wenn sie gut spielt, glaube ich nicht, nee. Auf lange. Okay. Wobei die Camille, nee, eigentlich nicht, nee. Camille kann, glaube ich, auch nichts machen, ich höre. Also kommt darauf an, wie die Lane sein, aber whatever. Also eigentlich ist es 1v1 gegen 1v1 und ihr könnt es matchen. Und Meinst du, deine. ja? Ja, und deine Aufgabe im Midgame ist was für eine? Ja, Mitte Prio holen. Nicht gegankt werden von Rek'Sai, Nautilus. Okay. Respekten, wenn Okay. sie vorlapsen wollen. Also Und für Midwaves Sidelane annehmen. willst du gucken, ne? Okay, perfekt. Rotierst du auf die Sidelane in dem Draft? Nee. Okay, gut. Okay, hier aus Shit. Das hasse ich so ein bisschen an Google Slides. Es geht immer auf die nächste Slide, wenn ich die Hotkeys benutze. Das fuckt echt ab. Ja, Okay. aber da finde ich, die Lane haben wir da auch mega, mega gut gespielt. Aber das, ich erinnere mich an das Game, ja. Die Lane lief insane und später irgendwie. Ja, habt ihr auch. Also, auch nachdem die hier nochmal Flash verloren haben, einziges Problem, was ich sehe, ist, dass dein Jungler leider in Weakside reinspielt, weil ihr eigentlich Botside, Weakside seid. So, hier wieder dasselbe. Ihr hattet hier einen Bounce, der zurückkommt gegen zwei Melees, ist absolut game-breaking. Das heißt, Botlane ist eigentlich over. Ja. Du könntest jetzt auch anfangen, also hier, fangen wir direkt mit einem Big, Big, Big Mistake an. Ich hab die Wave da nicht. Genau, bevor wir über Wave Stage sprechen, wenn du merkst, irgendwie dein Jungler spielt zu krass into Weak Side und du weißt genau, dein Champion ist eigentlich nur dafür da, um zu scalen und später quasi das Game even zu halten oder so auf Mitte, so, dann kannst du auch, wenn du von der Base läufst, schreiben: We are fine bots, play for top side oder play for mid. Aber dafür müsste ich ja den Chat anmachen. Ja, also jeweils in so welchen Games ist es actually sinnvoll, weil. Also, wenn ich sehe, dass du Senna spielst oder so, ohne Duo-Q-Partner, macht wenig Sinn, dass du den Chat off hast. Du bist eher ein supportive Champion. Das liegt an Sennas Natur oder vom Kit her. Ja, true. Außer du spielst jetzt mit Lilip und Lilip spielt irgendwie Nautilus oder so oder Rumble. Also Rumble Senna hat man früher auch gespielt. Sowas. Oder ja, irgendwie, wo du fastest oder so, aber ich glaube, das macht man gar nicht mehr. Nee, Ja, nicht wirklich. Perks jeweils hat auch gesagt, also Senna auf dem First Pick, wenn man Serrated Dirk geht, so wie du hier, einer der stärksten ADCs gerade. Von daher, so, reden wir über den Wave, also über die Wave State, wenn du hier zurückkommst. Ja, also ich habe halt den Freeze gebrochen, weil ich jetzt hier für den Kill da gehen wollte und jetzt bounce die Wave. Genau. Ist ein krasser Disziplin-Mistake. Super wichtig, dass wenn du zurück auf die Lane gehst, dass du einfach nur realisierst, jo, das Game für die Gegner ist absolut broken. Ja. Die können nichts mehr machen, wenn du den Freeze hältst. No matter Oh, what. wobei es Freeze sogar. Ah, Danke, wobei, nee, Daddy. das wird bouncen Nee. auf lange Sicht.
Gegen zwei Minis, da war das Game schon over. Das war ein großer, großer Mistake da an der Stelle. Selbst da kann ich dich ja trotzdem 1v2 einfach komplett wissen. Ja, ich glaube, Yasuo hat auch nicht realisiert, dass ihm seine Wall nicht wirklich hilft Nee, nee. gegen Senna. Ja. Naja, aber stimmt, so, was jetzt in dem Game, woran ich mich eigentlich nur erinnere in dem Game, ist halt, Akali hat geintet und war Top-Diff. Aber das ist halt useless, bringt halt nichts, so, Und so da zu merkt man, das denken. ist schlechtes Mindset. Ja, nee, ist richtig. Wir können jetzt gleich rausfinden, wo es gehapert hat, wo du das Game hättest carryen können. Weil du warst hier in der Position, wo du sehr far ahead warst. Ich sehe auch gerade, die Akali hat gar nicht so kacke gespielt, weil die jetzt zum Beispiel gerade respected. Die Lane war gerade noch kacke für sie, top. Aber die respected und hat Disziplin. Und ja, jetzt gerade geht die für ein All-In und wird wieder sterben. Fail. Also da war zu viel Limit-Testing, aber ist whatever. So, hier jeweils. Ich glaube, das war völlig fein. So, jetzt wieder, ihr spielt wieder für eine Big Wave, damit ihr für die Platings gehen könnt oder so. Oder für ein Reset, sorry. Okay, ich finde den Item-Build echt nice, by the way. Also, ist by far der beste Senna-Build gerade. Ja, ich habe es auch gesehen bei Perks und einfach mal ausprobiert. Hat sich echt ziemlich, ziemlich insane angefühlt. So, auch jetzt wieder wäre Disziplin, wenn ihr einfach nicht nach vorne lauft, einfach nur Ja. wartet und die Wave haltet, ne? Ja. Das müsste das Mindset sein hier. Und du hältst die Wave nicht. Ihr geht für einen Gank. Okay, ihr kriegt einen Kill raus. Freeze sogar, aber war mehr Luck als Verstand, dass die Wave da freeze. Genau, eigentlich wieder selber Mistake. Wave State wäre viel, viel mehr important gewesen, weil die Ja. halt. Die sind einfach aus dem Game, wenn ihr da nicht Wobei es für freeze nicht mehr. Killscreen oder Ja, das ist halt immer so dann noch das Ding, wenn ich halt sehe, dass der Jungler dafür geht, dann committe ich halt auf den Call, aber ich glaube, ich muss häufiger einfach trotzdem mein eigenes Ding machen. so. Ja. Es wäre zum Beispiel geil, wenn du mit Pinks communicaten würdest. Die Karma kann auch einfach anfangen zu roam. Die könnte schon viel früher nicht mehr auf deiner Lane sein. Wenn die Ja, dann nach stimmt. vorne gehen oder so. Also wenn ihr unten Vision habt, du pingst einfach, ihr habt sogar einen Pink im River. Dann ist alles fein. Die können nicht nach vorne laufen. Normalerweise müssten die den Set respekten. Ja, der Fight war absoluter Müll hier. Ja, Da auch hätte ich hier. wahrscheinlich auch wieder nicht roamen sollen, einfach, ne? Ich gehe nochmal zurück. Ist die Wave hier gecrashed? Ich glaube, der Yasuo nimmt sie an vorher, Ja, das Problem ist ja, man sieht es nicht. Du oder? achtest auch mit der Cam nicht drauf. Von daher gehe ich jetzt mal aus, du bist einfach für den Roam gegangen, anstatt für die Wave zu gucken, was deine eigentliche Aufgabe ist. Das stimmt. Und gegen Melees. Wenn die in der Situation sind, wo die freezen, das ist absoluter Fail. Also das hier war überhaupt gar kein Window, weil ihr Weakside seid. Die waren irgendwie Ja. vier Leute. Fiora ist gerade dabei. Also Ja, das war wieder nur so ein Ding, dass ich halt einfach gefordert bin. Weil ich mir genau. dachte, das Game sieht schon nicht so gut aus. Ich muss hier irgendwie das Ruder reißen und absolut shit. Auch bei dir ist das Mindset da das Falsche, wenn du irgendwie merkst, oh, wie kann ich meine Games carryen? Oh, ich muss ab einem gewissen Punkt irgendwie zu anderen Lanes roamen oder so, um mein Lead zu transitionen. Völliger Bullshit. Du musst selfish spielen für dich, damit du so far ahead wie möglich kommst, um dann das Game später im Midgame zu beeinflussen. Wenn du dann auf die Midlane, ja, dein Lane Assignment, wenn sich das verändert und du dann auf der Midlane spielst, True. das muss das Mindset sein. Ich glaube, dieser nächste Fight hier, ja, das war eigentlich fein. Also es war einfach nur weird executed. Aber Ja, hier das nicht. war sehr weird. Ja. So, Aber das bis Game ist dahin ist nicht das Game lost. echt noch in Ordnung, ja. Das Game ist noch in Ordnung, ja. Es ist halt nur wichtig ja, für die beiden Solo-Lanes, dass die Lanes richtig assignen. Du hast sogar relativ guten Spike jetzt. So, was ist jetzt ab jetzt im Midgame? Was ist jetzt die Aufgabe für dich? Ja, jetzt will ich Mitte gehen und einfach Mitte Wave halten, für Sidelane-Ults gucken und weiter Okay. farmen und scalen. Das heißt, du musst immer auf der Midlane sein, die nächste Wave annehmen, ne? Das ist dein Main Job. Waves annehmen auf Midlane. Ja, wenn ihr Tier 1 auf Midlane verliert, dann ist es echt scheiße. Dann ist es echt fucked. So, T1s auf Side, die interessieren nicht mehr. Das ist völlig irrelevant, ob die noch im Game sind oder nicht. Ihr wollt eigentlich nur für Vision spielen, für ein Pink Ward da oben am Raptor Camp. Damit die euch nicht diven, wenn die Side Prime haben, weil die werden immer Side Prime haben auf Akali. Und hier auf Botside wollt ihr auch ein Wort haben, damit du jeweils siehst, wenn die irgendwie Mitte diven wollen, ja?
So, jetzt kommt der Fiora-TP auf Botside. Und nach der Situation können wir das Replay beenden. Ja, das war absolut, das habe ich auch so. Also, dass ich da überhaupt move, war schon nicht gut. Und wie ich gemoved bin, war auch absolut Katastrophe. Und da ist dann auch mental Feierabend gewesen. Ja, ab hier ist das Game over. Das war die Ja. Game-Breaking-Situation. Ja. Also, Aber für hätte sich dich, dann in der Situation einfach Mitte bleiben sollen? Wahrscheinlich, ne? auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn die das da zu dritt regeln können und du hast deine Ult parat, dann ist es Ja. fein. So, alles andere ist nicht dein Job. Ja, und selbst wenn sie es nicht regeln können, offensichtlich habe ich ja auch nicht den Unterschied gemacht da an der Nee. Stelle. Nee. Also, für dich als Habit, was du auf dem Sticky Note auch nochmal mit draufschreiben solltest, ist ab Midgame oder ab, wenn T1 Turret's gone, so, was ist mein Job? Was ist die Win Condition? Ja. Das musst du jeweils fragen. Map State im Auge behalten. Okay, bevor wir jetzt ins nächste Game reingehen, wir recappen nochmal kurz. In dem letzten Game, einmal oder zwei Mistakes für Wave State, ne? Ihr seid jeweils für die Kills auf der Lane gegangen. Und das Ding ist, du bist gefollowed wieder. Du bist zweimal gefollowed für den Gank, anstatt nur für die Wave zu spielen. Ja. Das, was wirklich important ist. Weil alles andere ist einfach nur ein Bonus. Ihr wart eigentlich Weak Side in dem Game. So, zweimal der Mistake, dann der Game-Breaking Mistake, wo du für die Sidelane gemoved bist, ne? Okay, nächstes Game. Ich versuche die Situation, also ich versuche hier genau das Tab rauszufinden. Okay, nice. Wir sehen den Draft. Okay, was würdest du jetzt sagen? Wieder selbes Spiel. Was ist eure Win Condition in dem Draft? Ich würde sagen, Win Condition ist eigentlich, dass wir Topside die Camille Head bringen, damit die früh spiked und die Fiora noch nicht wirklich viel machen kann zu dem Zeitpunkt. Nice. Und wir spielen Bot Weakside. Wobei das 2v2 ist, glaube ich, sogar relativ gut spielbar, aber unser Lee sollte halt nicht um uns rumspielen, weil wenn Olaf Topside rumspielt, dann wird die Fiora das Game härter carryen, als wir es wahrscheinlich jemals können. Denke ich auch. Und Also wenn wir Botlane aggressiv spielen, dann riskieren wir, dass Olaf uns überfährt. Jo. Pre-6 könnt ihr gewinnen unten, ne? Aber das auch nur, wenn die Gegner reininten. Also eigentlich ist die Lane für beide Seiten Weak Side und das Game wird auf Top Side gespielt. Und du musst Ja. halt nur achten, dass du gute Resets rausholst, ne? Ja. Du gehst Dorans Shield in dem Matchup? Würde ich gegen Senna Morgana auf jeden Fall sagen, ja. Ja, ist gut. Wann gehst du Executioners? In dem Game brauche ich es early, glaube ich, nicht, weil wir ja eh auf der Lane nicht so viel forcen wollen. Also ich würde es frühestens eigentlich erst nach Runans sogar gehen. Oder nach dem Blade, maybe. Nach dem Blade, nach First Item Power Spike. 800 Ja. Gold sind da fein. Ja, true. Ja, First Reset Berserker Grease, ne? Ja. Ja, definitiv ein Must. So, ihr müsst leashen. Du siehst, die Gegner starten auf der Lane. Was bedeutet das? Topside Start, also Olaf Jungle nach Botside, wenn er nicht Level 3 Top gankt. Okay, nice. Das heißt, wie willst du die ersten drei Lanes spielen? Oder die ersten drei Waves? Uns reinpushen lassen. Okay, gut. Also ihr wollt die Wave genau hier vorne halten, ne? Ja. So, wie macht ihr das am besten? Ja, ist halt schwierig, weil wir auf Level 1 nicht wirklich contesten können. Jetzt resettet die Wave halt. Das heißt, jetzt wird die Wave eigentlich bouncen, oder? Ja. Jetzt hitte ich die Was? Minions auch noch. Also wir kriegen dann guten Catch, aber an sich ist das mehr Glück als Verstand hier. Ja. Okay. Hast du mitgezählt, wie oft du die Wave attacked hast? Zu oft. Ja, viel zu oft. Ich Auch glaube, hier wieder. hier war mein Gedanke, glaube ich, okay, wir kriegen die Lane eh nicht gefreezed, deswegen versuchen wir lieber zu slow pushen, aber bringt halt auch nicht so Okay. viel. Hier war Olaf Olaf war das erste da. Mal da. Ja, jetzt können die Viel Gegner zu früh. theoretisch. Viel zu früh gezeigt. Wäre der ein bisschen patient gewesen. Ich glaube, ich habe ihn mit dem E gespottet sogar. Aber Das wenn war die ein Gegner guter hier gut Hogshot. sind, wenn die Gegner hier gut sind, freezen sie hier einfach die Lane, aber sie sind halt auch nicht gut. Ja. Die Aber kann ich ja Senna aid auch viel zu nicht. viel. Ja. Kann ich ja nicht davon ausgehen. Und jetzt sind das, also das ist ja alles, wo der Olaf könnte uns ja jetzt hier jederzeit ganken, theoretisch. Genau. Aber Also hier hier. ist dann halt mein Gedanke, ich muss die Wave pushen, weil wir sonst gefreezed werden. Also was du halt auch machen kannst, ist den Brand Ping, dass er einfach mal eine W auch auf die Wave schmeißt, damit es einfach schneller rausgepusht wird. Weil die Lane, Ja. so wie die jetzt ist, ihr könnt die nicht verlassen. Das ist einfach. Ja, ist eigentlich terrible, weil Olaf Ja. jederzeit hinter uns sein könnte. Das war wirklich einfach nur Glück, dass er nicht kommt. Ja, genau. Okay, wäre eigentlich ein nices Window gewesen für ein Reset hier.
Ja, ich hätte einfach noch einen Busch weiterspielen sollen, glaube ich. Sogar kriege ich hier sogar einen Kill, aber das ist halt auch wieder so. Ah nee, der Lee. Ja, Der aber intet komplett. das Ding ist, ihr pingt die nicht weg oder ihr pingt nicht die Wave oder so. Ihr solltet einfach nur für ein Reset spielen. Das ist halt ein Ja. Play auf dem Reset. Wir kriegen sogar einen Flash, ne? Ja, das ist völlig fein. Bis zu dem Punkt. Ab dem Punkt hier, da könnt ihr den eigentlich spam pingen. Könnt ihr eigentlich pingen, dass Ja. ihr rausgeht für die Wave spielen. Aber his body is telling him yes. Nein. Really no. Also hier, das ist einfach, ihr beide overstate und jetzt ist die Lane wirklich terrible. Wenn die smart spielen, ist es hier eigentlich, eure Lane ist ziemlich gone. Ja, hier, ja. Ich Ja. dann für den Kill noch. Das TP war sogar okay, aber war auch wieder einfach. Das ist halt nicht kontrolliert, Das das ist ist ein halt Flip. glücklich. Ja, Das ist ist komplett einfach ein nur ein Flip. Flip. Ja. Also ist sogar terrible für Topside, weil man sieht irgendwie, dass die Fiora jetzt eine Big Wave oben rausgepusht hat und sie kriegt wohl auch ein Plating oder irgendwie sowas. Also Ja. alles andere als ideal. Und ich habe Sams verloren, was gegen Olaf auch jetzt nicht so nice ist. Ja, genau. Mit Weak Side Mindset, eigentlich willst du nur Waves annehmen, jeweils einen guten Reset haben und das war's. Ja. Ihr könnt jeweils nochmal gucken, irgendwie mit Hawkshots und deiner Ult, ob ihr irgendwie Midlane oder Toplane beeinflussen könnt. Okay, ist diese Wave hier eine Wave, die du fast pushen musst? Ach Mann, ey, das ist doch. Ich liebe das. Ich habe so ein bisschen, ich glaube, mein Gedanke war da in der Situation. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hätte ich die hier auch einfach slow pushen können. Weil Also das ist eine die Ult im Turret ist Cannon-Rave, ja das fein. wird dann Bounce für die Gegner durch den Cannon. Okay, warte mal. Ich sehe jetzt nicht, Wobei, das ist ob der eigentlich. Drake noch up ist. Müsste noch ab Die sein, ja. sind gerade auf dem Reset. Ja. Natürlich fast pushst du die Wave hier. Ja, dann habe ich es richtig gemacht. Nee, ich dachte gerade, das ist eine Trick-Question. Nein, nein. So, auf der Wave bist du Level 6. Jetzt geht ihr für so einen Roam. Auf dieser Wave, die ihr gerade rausgepusht habt, wo ihr in River gegangen seid, hier könntest du deinen Pink easy im Pixel stellen. Wenn der nächste Wave mit Prio kriegt, könnt ihr für den Drake spielen. So, eigentlich. Es ist perfekt, so wie du es gerade gespielt hast, weil jetzt, wenn die Wave wieder zurückbounced, ihr könnt nur gewinnen. Entweder die Gegner fangen an, dann Botside Vision zu holen, aber ihr seht es, weil du ja einen Pink hast. Oder aber die spielen für die Wave und crashen die Wave danach. Also eins von den beiden müssen die machen, Ja. sonst verlieren die hier was. Ja. So, schauen wir mal rein, Ja, hier habe ich jetzt was keine du jetzt machst. Disziplin, dass ich hier überhaupt. Na, wobei wir hatten ja Das ist fein. Vision, Das wir ist hatten ja fein, Vision, alles. ne? Wir hatten Vision, ja. Genau. Sieht man jetzt auf dem Limit nicht. Und jetzt bounce die Wave zu uns. Da Kann kommt ganz endlich der entspannt gehen. Hawkshot. Nice. Ja, das, wie gesagt, das ist so ein bisschen das Problem, dass ich Ja. zu. Hier alleine, dass du Richtung River gehst, auch nicht dein None of your Business, Ja, ne? Wenn der rein ja. intet, lass ihn sterben. Auch jeweils Ja. da. Das ist Disziplin. All das da, was die da machen, ist really questionable. Ja, auf Ist jeden actually Fall. gut, dass du da nicht hinmusst. Ja. So, jetzt wäre zum Beispiel wichtig gewesen, bevor du den Arrow ziehst, dass du vorher einmal den River Hawkshottest. Also hier, ich gehe nochmal ein bisschen zurück, Ja. bevor die Situation kommt. Die haben gerade Vision gezogen, also aus dem River, denied. Bevor das Ja. hier passiert, Hawkshot in den River, ansonsten ist das hier kein Play. Oder du stellst dein Trinket hier rein oder so, das geht auch, aber wenn Ja. du Hawkshot gerade so abhast, benutzt den Hawkshot. Ja. Ja, ich dachte mit der Morgana nicht in Rage, wir können die chunken. Vielleicht haben wir genug Damage. Wollen wir so ein. Versuchen wir es mal Play. Wenn er 6 ist, kriegen wir die, ja. Aber er ist nicht Six. Ja. Auf der Wave hier. Wenn ihr True. die kriegt, danach könnt ihr one-shotten. Aber so, never. Ja, war auch lucky, dass da mich das Morgana bei den nicht hittet, sonst bin ich auch tot. Jetzt ist die Wave wieder im Arsch, deswegen. In dem Game hier hätte ich mich Mein eigentlich auch Paladin! gefragt, ob du Frauen! nicht Clans Ein gehen kannst. Clans Fest! wäre eventuell fein gewesen. Und hier, Maxim, okay, danke für das ist deinen jetzt eine Horror-Raid. Game-Breaking-Situation. Dass ich ihn kennengemisst habe, war sehr game-breaking. Nee, nee, also die River-Situation hier. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Hätte ich aber auch wieder nicht hinmoven dürfen, Ja, ne? einfach wegpingen, nicht hinmoven, was auch immer da passiert oder so, ist nicht dein Ding hier. Also, Ja. du spielst für die Wave. Ja. Das ist auch Disziplin. Ich sterbe da, glaube ich, dann sogar nochmal, ne? Ja, der kriegt 3 Kills hier. Ja, das war absoluter Int, dass ich da sterbe. Und dann war es wieder, man sieht es eventuell an der Kamera, das war dann wieder, wo ich mich einfach drüber aufgeregt habe, warum die da fighten. War ja auch Int, aber ist ja nicht trotzdem dann mein, also ist ja dann trotzdem mein Fail, dass ich da auch sterbe. Du followst auch mit. Ja. Ja, einfach wegpingen.
So, du, hier zum Beispiel, ich glaube, der Chat war ja an. Du kannst auch reinschreiben, dass der Lee für Topside spielen soll oder so. Also, Botside ist Weakside. Ja. So, jetzt wieder selbe Frage. Wie spielst du die nächsten Waves? Wir haben jetzt wieder Flash, wir haben auch Arrow. Also eigentlich wollen wir die Wave jetzt bouncen lassen, dass wir unterm Turret stehen können. Aber ich glaube, die Gegner. Das ist halt auch generell so ein Ding, wo ich noch nicht so sicher bin, wenn ich jetzt das Gefühl habe, eigentlich wollen wir die Wave unter unserem Turret haben und slow pushen lassen, damit die bounced. Aber die Gegner können die Wave quasi contesten. So, und Ja. sind stärker als wir. So, dann habe ich. Was mache ich dann? Jetzt in dem Szenario. In dem Szenario werde ich ja keinen Slow Push aufbauen können in der Regel, weil halt die Gegner einfach die Wave dann auch clearen. Und dann resettet Genau. sie einfach auf jeder Wave. Ja, dann musst du die Wave vorne annehmen. Also ihr müsst versuchen, dass die Wave nicht reincrasht in euren Turret. Bevor ihr überhaupt für ein Play gehen könnt oder so, müsst ihr Vision holen. Oder ihr habt einen Hawkshot ready. Ansonsten könnt ihr nicht gucken. Ja. Das heißt, die Wave einfach hier versuchen vorne zu halten und ihr habt Brush Control. Und ich denke, also besonders in so welchen Games, so wie hier jetzt, was eigentlich Optimum wäre, wenn du mit Lilip oder mit einem Supporter duelst, den du vertraust. Weil hier, das hier, wo der DW reinschmeißt in Ja. die, das geht nicht. Das Ja, das ist darf nicht absoluter passieren. Int. Ja, Ja. das darf nicht passieren. Wenn die Gegner jetzt smart sind und die freezen die Wave oder so, also dann ist halt, es ist legit over hier. Ja. Zum Glück, also sie sind halt auch, also auch der W da war wieder terrible. Jedenfalls, Aber. du siehst jetzt gerade, Olaf ist oben. Das heißt, jetzt könnt ihr actually gucken und ich glaube, ihr macht das sogar und das war richtig nice. Das war gut gespielt hier. Genau, du kriegst einen Double Kill, glaube ich. Ja. So, ich stoppe dann einmal kurz, wenn du den Double Kill bekommen hast. Auch hier jetzt so, für einen kurzen Moment, wenn du schnell checkst, wie viele Minions hier sind, du musst die Wave eigentlich nicht touchen. Ja, true. Stattdessen pushe ich sie noch aus. Genau, Und alles das hier ist jetzt ist too sie wieder much. terrible. Ja. Jetzt resettet sie, pusht glaube ich sogar in die Gegnerrichtung, nur weil ich die Minis angefasst habe. Na, sie flippt jetzt. Sieht Ja. man da eben, ne? Ja. Aber ja. So, der Olaf hilft dir nochmal. Push nochmal raus. Okay. So, ab jetzt geht's eigentlich wieder, ja, geht's wieder in dasselbe Mindset so. Also, du kommst zurück zur Lane. Das Wofür war aber auch spielst du jetzt? toxisch. Das war vom Olaf aber auch toxisch. Ja, aber wenn du nicht weißt, was hier passiert, also, oder was auf der Map gerade abgeht oder so, lauf einfach ganz close zu der Wall. Ist auch ein Habit, was man machen Ja, kann. true. Und du wartest einfach, bis du Leute um dich hast. Ich weiß nicht, wo der Brand ist. Man sieht es leider nicht wegen der Map oder so. Lee Sin ist auf jeden Fall Botzeit, weil der ist vorher hier reingelaufen zum Blue. Also, wenn du dir nicht genau sicher bist oder so und du Ja. läufst ganz dicht an der Wall, dann muss der Olaf diven. Ja, Sie hat da habe nämlich ich gar aber keine auch gar CS. nicht daran gedacht, um ehrlich zu sein. Also, das war auch gut gemacht von dir. Aber da move ich auch schon wieder zum Lee, quasi. Ne? Ich laufe ja in den Busch rein. Wenn ich da rechts an der Wand bin, dann kann er mich gar nicht killen. Move wieder zum Lee, weil ich mir denke, ja, gucke ich mal vorbei, helfe ihm mal. Nee. Und. Ja, jedenfalls jetzt hier, also nach der Situation jetzt wird das Game richtig bad, weil die Wave zurück bounced. Du bist gerade gestorben auf dem Bounce. Das heißt, du verlierst gerade einen Haufen CS. Ne. Und jetzt die nächsten 2 Minuten werden unplayable sein. Ich glaube, Lee Sin ist jetzt Topside. Ja. Wenn der Olaf jetzt nochmal kommt, ist das Game für dich over. Ja. Nee, er läuft sogar Richtung Botside. Also theoretisch musst du Wave pingen und ja, ihr pusht das nochmal raus. Ja, und das ist jetzt Disziplin wieder. Okay, nice mit dem Hawkshot, aber ja. Und hier, ich gehe nochmal zurück. Also, ich weiß, es ist super hart und super leicht, das zu sagen oder so, outside of the game, ne? Aber wenn du in so einem Game, in so einem State hier befindest oder so, die einzige Position, wo du dich befinden darfst, ist next to the turret oder so. Ja, die Wave darf ich nicht anfassen. Das ist halt so schwer in-game, denkt man sich so, ach komm, ein Hawkshot, ein Volley geht schon, aber ja, da muss man dann in den sauren Apfel beißen und einfach die Waves abgeben. Das stimmt. Was ihr machen könnt, ist auf der, also ihr könnt versuchen jetzt irgendwie River Control zu holen oder so. Ihr wartet, bis die LeBlanc wieder auf der Map ist. Ja, das ist alles. Also es ist halt, ist ein Follow-up-Mistake Danke, von dem, was Daily. davor passiert ist, wo du gecatcht wurdest hier von Olaf. Ja. Ja. Also das hier wieder ein Disziplin-Mistake, einer der großen Mistakes, die häufiger bei dir passieren. So. Ja, man sieht es, also du warst schon vorher getiltet, jetzt Ja, gerade. das Game war wirklich sehr anstrengend. Ja. So, ich gehe mal weiter nach vorne, wenn du wieder zur Wave gehst. So, das Problem, was sich jetzt daraus ergibt, du hittest deine Power Spikes zu late und du wirst eigentlich nur so supportive sein. Also
Du wirst nicht wirklich Impact haben. Ja. So, wenn du in Teamfight überlebst, dann ist es noch nice. Das ist alles, was du, ja, wofür du da bist quasi. So, hier haben wir eine schöne Situation, wo dein Team ein schönes Play holt auf Mid, was super ist. So, ja. Ja, der Brand hat da den Dragon versucht zu solon. Ja, Hat nicht so funktioniert. not sure, also whatever. Warte mal, ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, auf der Wave hier. Also hier, du hast bereits Blade in Base, ne? Also theoretisch ist diese Situation hier, wo Brand irgendwie für einen Drake geht oder so, genau hier ist ein Reset-Window für dich. Genau hier Ja. musst du resetten eigentlich. Also, du Ja, hast es war nicht. wieder so dieser Gedanke, ja, ich muss ihm jetzt irgendwie helfen, der, was ist das für ein Shitcall, aber wenn er da No allein way. am, ja. No way. Du musst Ja. anfangen, wieder mehr selfish zu spielen, mehr für dich zu spielen und für deine Resets. Also in dem Game hier war alles dabei. Disziplin-Mistakes, Wave-State war fucked up, Resets waren gemisst und so. Und Also. 10 Kens habe ich auch verloren. Aber das ist halt Und die crazy, Motions halt. ne? Ja, safe. So, ich glaube, warte mal, die nächste Situation war hier auf Bot-Side, wo ihr nochmal einen schönen Catch kriegt, weil die Gegner irgendwie für ein Play gehen wollen. Ja, und die Camille steht ja sogar 4-1. Also im Prinzip ist ja das. Die ist ja Strong Side, aber wir haben Botlane einfach härter geintet, als wir hätten hinten sollen. Ja, aber du bist super lange auf der Map hier. Ich glaube, das waren jetzt insgesamt 4 Minuten oder so. Wo ich Blade schon hatte, ja, true. Also Blade ist vor allen Dingen so ein riesen Power Spike für dich. Wenn der. Also du könntest sogar nochmal safe sein, wenn, selbst wenn Olaf irgendwie komplett ham geht auf dich. Ja, und hier darf ich auch nicht Bot gehen. Ja, Keine Ahnung, warum ich hier Bot gegangen bin. hier ist Lane Assignment. Und nach Ja. der Situation können wir eigentlich. Warte, können wir da schon abbrechen? Ich glaube ja. Ja, ich dachte mir hier, weil die Wave halt. Ja, jetzt war auch, da Ist sterbe ich nicht deine wieder. Wave. Ist nicht deine Wave. Ja, ja, So. ja. Und wenn du in-game bist und du merkst irgendwie, okay, dein Team ignoriert dich oder irgendwie sowas. Also, ich glaube, jeder von denen wird nachvollziehen können, dass du useless sein wirst, wenn du keine Waves kriegst. Und im Midgame, nach 18 Minuten, wenn T1s gone sind, ADC ist immer Midlane. Immer. Das heißt, Azir nimmt die Top-Wave an, irgendwo hier hinter T2, also auf der Mitte oder so. Und that's Ja. it. Und ihr retaket eine Seite, also ihr holt euch irgendwie Vision. Ja, das Game war echt ein Tilter. Aber du fängst hier halt an, so Mistakes zu machen, die du nicht machen darfst. Mit Ja. Lane Assignment. Auch. Warte mal. Ja, auch hier jetzt, ne? Ihr seid viel zu spät auf dem Drake und die Gegner haben Vision Advantage. Das heißt hier, deine Position ist nicht für das Play hier irgendwo am Drake da zu sein, sondern einfach nur auf der Midwave die Waves zu holen. That's it. Also eigentlich kannst du das hier alles wegpingen. Das ist nochmal so ein Tempo-Mistake. Aber. Whatever. Ab hier, das Game ist nicht mehr worth it zum Angucken. Da waren so viele Mistakes early. Was können wir hier Ja. recappen nochmal? Weak Side Wave mehr respektieren, beziehungsweise wenn gar nicht dazu kommen lassen, dass die Gegner in den Freeze kommen. Disziplin, wenn der Olaf Bot Side ist, Early Game reinpushen lassen. Auch mal CS droppen, wenn ich Weak Side. Das ist halt noch ein ganz großes Problem, was ich habe, halt wirklich CS aktiv zu droppen, wenn ich weiß, ist es einfach nur Coinflip, ob ich hier sterbe oder nicht, wenn ich für die Wave gehe. Das ist super easy gesagt, Outside, ne? Aber Ja, es ist manchmal echt hart im Game. wenn du nach den Games rauskommst und du merkst, jo, in diesem Game war ich super emotional oder for whatever reason, mach sofort eine Break, wo du das Game nochmal reviewst. Aber halt productive review, dass du auf deine Mistakes achtest. Nicht auf irgendwie Gegner-Mistakes oder am Ja. schlimmsten noch von deinem Team oder so. Das Ja, ist das einfach ist nur jetzt in bad. letzter Zeit leider wieder häufig passiert, ja. Das ist einfach nur bad Mindset. So, und jetzt zum Schluss gehen wir nochmal auf so ein schlechtes Habit, was du jetzt anfängst zu bekommen. Und also da müssen wir sofort intervenieren, weil da merkt man sofort, du hast einen Rückschritt. So, ihr habt hier in dem Game vorher alles richtig gemacht. Es steht 6-16. Das Game ist hard won. No matter was passiert, das Game is won. Und das war das Game, wo du gegen Draven, was Ja. heißt, Draven Nautilus oder, nee, Draven, ich weiß jetzt nicht mehr, was Draven der, Vega war es sogar. Ja, Draven das Game war Pike oder sowas. irritierend Oder hart noch, Draven obwohl wir Mega, ja. so hart ahead waren, ja. Ja, hier jetzt, hier passiert der Mistake. Du gehst auf die Topside, Ja. während ihr keine Vision habt auf der Topside, weil ihr vorher resettet habt. Der Azir resettet hier. Also auf der Wave bist du auf der Mitte. For sure. Ja.
Ab 16. Minute, 17. Minute, T1s alle gone auf Sidelane. Die Gegner haben eine Camille, irgendwie sowas, oder ein Kayn. No way. No way spielst du Sidelane. Ja. Also das heißt, auf ein Sticky Note, das, was du nach dieser Coaching-Session auf jeden Fall irgendwo stehen haben musst, ist Midgame, Map State. Lane Assignments. Diese drei Sachen. Big Fett. Schreibe ich mir direkt auf hier. So, aus diesem Grund kann dein Team jetzt einfach die Map nicht spielen. Für 2 Minuten oder ja, 1 Minute und 30. Während auf dieser Wave, wo du jetzt gerade gestorben bist oder wo die hier gerade nochmal Topside irgendwie engaged wurden oder so, da hättet ihr Topside Vision holen können. Da hättest du mit denen zusammen für einen Arrow gucken können oder irgendwie sowas halt. Also, oder für einen Vision Pick mit Nautilus. Whatever. Sowas halt, ne? Es gibt also ein paar Games, wo quasi dann ich für die Mitte gehe, aber keiner für die Sidelanes geht, aber dann muss ich das wahrscheinlich einfach akzeptieren, weil es ja trotzdem nicht mein Job ist, für Sidelanes zu gehen, ne? Also, Gerade in so einem Game. wenn ich nochmal zurückgehe, so, oder wir gucken Ja, einfach. nicht in dem Game, aber so prinzipiell meine ich. Ja, generell, was du machen kannst, ist, wenn die Wave zu dem Turret kommt, dann kannst du dich nach oben bewegen und die Wave so safe annehmen wie möglich. Also, wenn die Wave unterm Turret ist, so, bevor sie in den Turret läuft und da geht ein Haufen Gold verloren, ja, dann gehst du zur Side und holst dir die. Klar. Aber defensive und niemals dahin, wo der Turret, also, wenn du nicht weißt, wo die sind. Das nennt sich Sharking oder irgendwie so. Das ist so ein altes Konzept. Ist klar, dass die Solo-Laners dafür ADCs gucken und so. Oder einfach mal mit Testing gemacht. War auch nicht so worth. Ja, das war auf dem Reset, glaube ich. Also theoretisch, man will da einfach nicht gucken auf der Wave. Nur hier, das. Ja, nicht steht das wieder. Ja. Und mein erster Gedanke war, nee, es war sogar fein. Aber das ist dann auch schon wieder so ein Game gewesen. Es ist halt wirklich, ich falle wirklich in alte Muster zurück. So in dem Game, ich weiß genau, was ist in dem Game hängen geblieben. Was ist Kayn für ein Broken Champion? So, das ist das Einzige, was in dem Game hängen geblieben ist, aber es ist halt Bullshit. Ja, das ist ein Problem. Also hier schon wieder, ihr seid eigentlich auf dem Reset. Das heißt, ihr seid viel zu weit vorne. Der Azir ist immer noch in der Base, während der Azir, glaube ich, in dem Game 10 Kills hatte oder so. Ja, der war Also gigafett, ja. ja, das Game ist schon längst over, wenn du einfach nur wartest und ihr spielt um den Azir. Und das ist eigentlich alles. Das ist alles in dem Wort hier, was wir uns noch anschauen können. Also nach dem Player auf Mitte, selbst hier, du läufst nicht mehr nach vorne. Du wartest so lange, bis Azir regelt. In dem Szenario. Du weißt genau, du bist gerade auf dem Reset von Pyke. Ja, true. Absolut. Also damit können wir das auch beenden. Das Ding ist jetzt für unser Coaching und sowas, ne? Wir sind jetzt bereits bei der sechsten Session, ne? Es gibt noch so ein paar. Fünf, fünfte, glaube ich, aber ja. Nee, ist die sechste. Ist die sechste schon, Ist die okay. sechste, ja. Weil die erste, die zähle ich so. Ja, die zähle ich auch mit, auch wenn wir dann nur über Konzepte gehen oder so. Wir hatten ja noch nicht mal Goals. Das Ding ist, Sola, wenn wir weiter progressen wollen, dann muss dein Mindset jeweils immer clean sein. Du darfst nicht in so einem Toxic-Mindset sein. Und Ja. so wie es die letzten paar Tage war, hast du es nicht verdient, zu progressen, was das Coaching angeht, die nächsten Konzepte zu erlernen. Das heißt, jeder, der bei uns hier gefördert wird, ne, der ist konstant in der Probephase, wo du dir selbst beweisen musst, dass du worth it bist. So wie du dich die letzten Tage verhalten hast auf On-Stream, in dem Mindset, das war nicht Tryhard oder so, das war, ja, das war zocken, das war nicht trainieren. Ja, das stimmt. Das heißt jetzt fürs nächste Mal, ich schaue mir weiterhin alle Games also mit einem Adlerauge an, so, wie verhältst du dich, wie ist dein Mindset? Du mit einem Supporter, spiel zum Proven und nicht für die LP und dann können wir auch weiter progressen und dann können wir weitergehen, aber du plateaust gerade. Und das Ja. Schlimmste ist, in den letzten paar Tagen hast du dich zurückentwickelt. Das stimmt. Was können wir von heute mitnehmen? Von heute können wir mitnehmen, dass ich weiter an meinem Mental arbeiten muss und wenn ich weiter besser werden will, dass der fundamentale Grundstein ist, damit das funktioniert. Und das, was ich ja letztens in meinem eigenen Video sogar gesagt habe, dieses, dass ich jeden Tag aufs Neue quasi beweisen muss, dass ich es verdient habe, weiter zu climben. So, das ist halt, bringt halt nichts, wenn ich jetzt die letzte Woche gut gespielt habe und jetzt die Woche wieder alles falsch mache. So. Ja. Und Rave State, beziehungsweise Rave Assignment ist auch wieder sehr viel schlechter geworden die letzten Tage bei mir. Dieses Zurückfallen in alte Muster. Welche Ja. Habits helfen dir denn dabei,
diese neuen oder diese guten Habits zu behalten. Ich sollte auf jeden Fall anfangen, mir nach dem Game wieder häufiger meine Replays anzugucken oder generell darüber nachzudenken, was ich hätte anders machen können im Game. Und wieder ganz schnell weg von dem Gedanken, ich habe vorhin 20 Minuten darüber gerantet, warum mein Set-Support nicht Hexflash mitnimmt, aber ist halt fucking scheißegal, also. Also wenn du so den Game, also wenn du so deinen Tag startest, ne? Wie willst du dann noch lernen? Ja, das stimmt. Also Clarity ist key vom Mindset her, ne? Und dann kannst du auch weitergehen fürs nächste Mal. Ja. Und ich werde jetzt auch wieder mehr, wenn ich Duo mit Support tun, weil ich habe echt gemerkt, dass das halt auch nochmal viel, viel schwerer ist, sich selber als ADC zu improven, wenn du halt nicht deinen Supporter, wenn der halt nicht das macht, was er machen sollte, so, oder nicht das ist, was man selber denkt, was er machen sollte. Das macht die Games um einiges schwerer. Und das ist auch der größte Faktor, also das ist tatsächlich auch der größte Faktor, was den Tilt für mich angeht. Wenn mein Supporter nicht das macht, was ich für gut empfinde, ob es jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber dann habe ich halt die größten Probleme, mich zu fokussieren. Meine Top-Lane-Intet ist eine Sache, aber mein Supporter-Intet, dann bin ich komplett raus aus dem Fokus. Also das ist most important thing für dich, ne? Dass du immer Fokus bleibst, egal was passiert. No matter what. Okay. So, damit ist das jetzt eigentlich beendet für heute. Ansonsten wäre halt jetzt nice, von jetzt an, also am besten für dich wäre, du fängst an, Dings zu benutzen, Low-Key GG, Ich hab's weil, mir runtergeladen, ja. ja, hast du beim letzten Mal schon gesagt, aber Ne, beim letzten Mal habe ich gesagt, ich werde es mir runterladen. benutze es mal aktiv, zusammen mit Lilip zum Beispiel. Das Tool an sich ist so insane. Du kannst darauf zeichnen, du kannst da jeweils auch Clips erstellen, du kannst jeweils auch zu den Situationen gehen, wo du gestorben bist und so. Das ist wie Place TV, nur on Steroids. Also nochmal krasser. Ja. Ja, ansonsten committe für den Progress und für Improve und hör auf weniger, also fang wieder an, weniger über LP nachzudenken. Am besten Ja. überhaupt nicht. Auf jeden Fall. Kommt es so bei, ja, nebenbei. Ja, ich glaube, den Reality-Check habe ich auf jeden Fall gebraucht. Okay, dann wünsche ich dir alles Gute für die nächsten Tage, ne? Und wir Danke können ja dir. wieder das nächste Coaching vereinbaren über Discord. Jo, machen wir. Alles klar. Mach's gut, danke dir. Mach's besser. Hoffentlich. Klar. Ja, na? War hart, aber ehrlich.